Ja, fast. Ach komm. Probieren wir das noch mal von vorne. Gehen Sie weg. Bevor die mich hier die ganze Zeit noch nerven. Genau dafür die Röhre aufbewahrt, damit ich da einfach etwas rücksichtsloser sein kann. Geht doch. Uns nur im richtigen Takt das erwischen. Und dann können wir uns einfach wieder durchs Level durchcheesen. Oder auch nicht. Ah, wait, nee, die bewegen sich nicht. Nur halt auf der Stelle. Das ist okay. Mit auf der Stelle komme ich klar. So. Propellerpilz ist leider halt schon bestes Item in diesem Spiel. Gehen Sie mal weg. Sie bewachen meine Röhre. Okay. Den verfehlen können? Können die eine Sternmünze spawnen? Whoa. Dann wiederum, wenn das die zweite ist, kann es mir egal sein. Okay, dann ist es mir egal. Moment. Okay. Okay. Wow! Kurz mal den Chat gelesen und fast in den Tod gefallen. Okay, die bringen wirklich nur Power-Ups und Leben. Dann ist das ja gut zu wissen. Ja, so viel zu meinem Propellerpilz. Egal, wir haben das Level damit geschafft. Also noch nicht. Moment. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir wieder schuld. Natürlich, ihr seid ja immer die, die mich ablenken. Weil ihr interessante Sachen in den Chat schreibt und ich dann rüber gucken muss und dann achte ich halt nicht aufs Spiel. Dann auf nach 5-4. Jetzt zum Propellerpilz, ne? Den ich gerade verloren habe. Könnte zu einem Secret Exit führen. Was? Oh, I see. Es dürfen nicht zu viele Gegner hier drauf sein. Ja, fliegt alle in den Abgrund. Weg mit dir. Nein, nein, nein. Weg. Nein. Runter von meinem Floß.
Meine Güte. Runter von meinem Floß, sagte ich. Irgendwie dachte ich... Weg damit. Hilfe! Wie gemein! Könnt ihr bitte nicht einfach aus dem Himmel auf mir drauffallen? Ich sehe schon, ich muss da zum Ende hin ein paar Gegner mitnehmen und dann darunter halt absinken. Wait, ich habe nur eine einzige Münze gefunden? Oh Gott. Oh Gott. Das ist ein schreckliches Level. Okay. Nein, Moment. Ich wollte mir einen Pilz mitnehmen, damit ich von Anfang an die Eisblume habe. Heißt, ich muss mir am Ende echt wirklich so ein paar Gegner aufheben und dann versuchen abzusinken. Das könnte witzig werden. Die Frage ist halt, was passiert, wenn der auf 5 ist? Ja, so viel zu meiner Eisblume. Zählt ein Gegner meiner Hand auch? Ja. Ich guck einfach mal, was passiert. Ja, wir sinken wirklich ein bisschen ab. Junge! Geh erstmal weiter. Nein! Das ist wieder ein schreckliches Level. Einfach nur, weil ich warten muss. Es ist ein langsames, langweiliges Scrolling-Level. Spaß. Also wenn ich lang genug springe, dann zählt er nicht mehr. Die Frage ist nur, wo ist der zweite gewesen? So, geh weg. Sinkt er irgendwann wirklich ab? Und bewegt sich dann einfach nur nicht mehr, ne? Danke. Also die Gegner, die da aus dem Nichts mehr auf den Kopf springen, das ist schon echt... Was? Wieder so ein Dumm. Ist schon echt am frechsten.
Es ist so ein langweiliges Level. Und ich muss das langsam spielen. Und das größte Problem ist, dass ich nicht weiß, wo die zweite Münze ist. Hier irgendwie versteckt? Nein. So, das sind somit die schrecklichsten Level, die du mir geben kannst. Einfach langsame Scrolling-Level, die man auch wirklich langsam spielen muss. Schrecklich sowas. Ich hätte gerne meine ganzen Eislevel zurück. Ich glaube, die waren angenehmer. Egal, ich wollte eh die normale Feuerblume haben. So, dann kann ich nämlich die Mini-Gumbas viel besser killen. Ach, die Münzen zählen auch. Wait, wait, da fällt gleich eine Piranha runter. Gesehen. Ich glaube, ich habe es gerade kurz aus dem Augenwinkel gesehen, wo die Sternmünze war. Und wenn ja, dann ist sie da auch wieder echt gemein versteckt. Gebt mir doch wenigstens schnelle Scrolling-Level wie in Donkey Kong. Ich vergeht die Zeit wenigstens beim Spielen. Oh, und tschüss, Feuerblume. Hat sich ja gelohnt. Oh Gott. Oh Gott. Das ist so ein dummes Level. Gib mir meine Eislevel zurück. So, jetzt müssen wir das Ding erstmal eine Weile mal mitnehmen. Und zwar bis hierhin. Ja. Jetzt habe ich nämlich vorhin einmal kurz aus dem Augenwinkel gesehen, dass da eine... Ich hab's aber auch heute, ne? Dass da die Münze runterfiel. Ja, toll. Rate mal, wer gleich tot ist. Ich. Das ist einfach nur ein absolut beschissenes Level. Was? Da oben jetzt irgendwas? Kann ich da irgendwie noch was anderes erreichen? Hm.
Kann ich mir das ganze Level einfach abkürzen? Nee. Aber immerhin ist hier direkt eine Feuerblume. Das heißt, ich muss mir nicht am Anfang mal einen Pilz geben. Muss nur die ganzen Münzen ständig einsammeln. Ach, noch gemeint. Weg. Nein. Weg. Ja doch, ich glaube, jetzt ist er ein bisschen abgesunken. Ich suche nach Exits, ja. Einfach nur raus aus diesem Level. Aufpassen, jetzt fällt nämlich eine Pflanze vom Himmel. Als ob da einfach noch eine runterfällt. Was ist das für ein beschissenes Level? Ich kann doch nicht mal sehen, wo was runterfällt. Die fallen mir einfach alle auf den Kopf. Weil die einfach hier die ganze Zeit spawnen über mir. Nein, das waren zu viele Gegner. Nein. Das ist so ein schreckliches Level. Vor allem wirst du am Ende einfach nur so komplett zugemüllt mit Gegnern. Also dieses Level ist echt eine Frechheit für dieses gesamte Spiel. Eines der schlimmsten Level, die ich je in meiner Videospielkarriere gespielt habe. Ach, schön, dass sowas auch passieren kann. Also ich habe viel Schrott gespielt bisher, aber noch... Das toppt, glaube ich, bisher alles. Was passiert jetzt eigentlich? Ach so, der fällt mir einfach auf den Kopf. Ja, das ist schön. Ach komm, fick dich doch. So kein Bock mehr auf dieses Level. Ihr habt doch sicher irgendeinen schönen Themenvorschlag im Chat, damit ich mich nicht mehr auf dieses Level hier konzentrieren muss. Weil ich keinen Bock mehr habe auf dieses Level. Ja, das Gegner-Gespamme ist schon echt hart. Vor allem, weil die halt die ganze Zeit auch nachspawnen, ne? Ich nicht sehr, so, dass das irgendwann mal vorbei ist. Nein. Die Spam, ja, die Gegner bis zum Ende einfach. Jetzt behalte ich doch mal die Eisblume. Damit kann man viel mehr einfach abräumen. Oh, never mind. Wollt ihr keine Eisblume? Oh, never mind. Ich krieg sie doch wieder.
Moment, hier kommt noch jemand runter. Sehr gut. Jungs, ihr seid im Weg. So, kurz die Münze holen und schnell wieder nach hinten laufen. Hinten ist sicherer. Oder auch nicht. Als ob die einfach jedes Mal genau auf mir drauf landen. Das kann ja wohl nicht sein, dass die so perfekt immer spawnen, dass die genau auf mir landen. Da, schon wieder. Sonst bräuchte ich noch zwei Gegner. Wie komme ich da jetzt hin? Ach, ich sehe das doch. Oh, wieso sehe ich das jetzt erst? Ich kann das Ding doch hier einfach mit einer Bombe sprengen. Kann doch eine Bombe hier mal spawnen und dass die mir direkt hier vor die Füße fällt? Nee. Dann halt noch einmal. Yay. Ich hatte noch nie so viel Spaß in meinem Leben. Homoerotik in der mittelalterlichen Artus-Richtung. Artus-Dichtung. Ich würde mal behaupten, dass Homoerotik wahrscheinlich gar nicht mal so abwegig war damals im Mittelalter. Oder allgemein in der Antike, wenn ich bedenke, dass Zeus sich auch gerne Jungs zum, naja, zum Snacken genommen hat. Wahrscheinlich war es einfach irgendwann die Kirche, die dann meinte, ja nee, Homo ist böse. Und bis dahin war eigentlich alles chill. Jeder konnte rumvögeln, mit wem er möchte, bis die Kirche dann meinte, nee, lasst mal. Aber läuft es nicht noch schlechter, wenn wir dich beim Spielen ablenken? Ich habe dann wenigstens gute Laune, wenn ich drauf gehe. So. Worauf freust du dich beim Vater sein am meisten? Ich glaube sogar wirklich auf die Erziehung. Ich sehe leider tagtäglich viel zu viele Menschen, teilweise auch Erwachsene, die einfach so schrecklich erzogen sind. Und ich denke mir jedes Mal, ich hoffe, ich kriege das besser hin. Und möchte das dann jetzt sehen, ob ich es besser hinkriege oder nicht. Und dementsprechend bin ich eigentlich auf die Erziehung schon sehr gespannt. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen. Dann fallen die gleich einfach alle in den Abgrund. Kommen die gar nicht mehr auf mein Schiff drauf. So. Na schade. Ein paar haben es doch geschafft. So, halten wir uns das mal als Schild einfach oben. So, weg mit euch. Dementsprechend, ich hoffe, ich kriege das besser hin. Ich gehe aber schon so ein bisschen davon aus. Moment, hier kommt gleich die Große nochmal runter, ne? Ja, weg mit euch. Beziehungsweise, ich krieg das hin, ist vielleicht ein bisschen blöd gesagt. Das ist eher so, wir kriegen das hin. Nein. Mit einer Bombe. Nein! Jungs! Ihr könnt mir nicht jedes Mal einen dummen Cooper dahin schmeißen oder sonst irgendeinen Gegner, wenn ich gerade versuchen möchte, hier durchzukommen. Ja, I did it. Tschüss. Meine Güte. Alleine für dieses Level gebe ich dem Spiel, glaube ich, schon eine Note Abzug. Weil es eine Frechheit war, dass ich dieses Level spielen musste. Auf ins Geisterhaus. Hat jemand eine Lampe? Jetzt können wir endlich mal wieder mit ein bisschen besserer Laune spielen. Wait, da unten geht's auch weiter.
Mit guter Laune spielen macht schon gleich viel mehr Spaß. Und da unten geht's auch weiter. Fake-Tür? Nein. Ich sehe schon, es ist wieder so ein Labyrinth. Kannst du mit dem Ding auch schwimmen? Bringt's was, hier lang zu gehen? Schon ein bisschen creepy mit den Viechern da im Wasser. Oh, das war die Nummer 2. Das ist blöd.